Yo, willkommen zu Dark Souls, aber wenn ich getroffen werde, endet das Video. Ich habe keine Ahnung von No-Hit-Runs, ich habe nicht geübt, gar nichts. Ich gehe hier ganz blind gerade rein. Machen wir uns einen, ich glaube, ich spiele immer den guten, wo ist er? Den Bandit. Ich gehe ganz dumm einfach mal rein und schau mal, wie weit wir kommen. Ich bin übrigens auch gerade aufgestanden. Ich weiß nicht, ob man mir das anmerkt. Ich hab immer das Gefühl, man merkt es mir an in diesen Aufnahmen. Ich frage mich, ob man das im Stream merken würde, weil ich einfach viel mehr mit Leuten dann rede. Aber ja, passt. So, ist alles gut. Kann ich nicht sagen? Ach ja, Name. Ja. Video endet. So, das ist dein Name. Wunderschöner Name, ne? Nein, nicht beenden. Einfach annehmen. Ja, okay, mach das noch. So, jetzt zufrieden. Dankeschön. Ist gar nicht so lange her, dass ich Dark Souls das letzte Mal gespielt habe. Aber wie gesagt, ich habe nicht geübt, ich habe mich nicht vorbereitet, ich habe nichts gemacht. Ich dachte, das wäre in jedem Fall einfach viel lustiger, wenn ich einfach ganz stumpf hier reingehe und schaue, wie gut könnte ich einen No-Hit-Run schaffen, ohne alles. By the way, glaubt ihr, wir schaffen den Asylum Demon? Schreibt es doch vorher in die Kommentare. Oh. So, muss auch definitiv schauen, dass ich mich konzentriere. Aber wenn ich mich zu sehr konzentriere, scheiße ich vielleicht noch umso mehr hier rein. Also, jetzt kommen wir sowieso als erstes zum Asylum Demon. Und die Chance, hier getroffen zu werden, ist tatsächlich schon vorhanden. Also muss ich sofort zum Ausgang rennen, damit das nicht passiert. Ich meine, ich hätte auch den Dieb nehmen können, hätten wir ein paar Feuerbälle gehabt. Ich glaube, das ist tatsächlich die No-Hit-Run-Strategie. Aber ich dachte, ich nehme den Bandit, den ich immer nehme. Weil er auch eine Waffe hat, die ich immer nehme. Die Axt ist am Anfang schon ziemlich nice, finde ich. So, aber die erste große wirkliche Hürde jetzt ist der Dude, der hier Pfeile schießt. So. Der Arsch. Wenn der uns trifft, ist das Video vorbei. Oh. Was mache ich denn? Wie kam ich an die Schultertaste? Oh Gott. Jetzt ist er aktiv. Ich glaube, der war vorher gar nicht aktiv. Kann das sein? Schießt aber wie ein Vollidiot. Okay. Das ist geschafft. Zählt als No-Hit-Run eigentlich, wenn man mit einem Schild blockt? Ich habe jetzt gerade gar nicht selber die Regel. Würde man das als Hit zählen? Nein, das ist doch kein Hit, oder? Außer wir nehmen Schaden. Fuck. Das hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. So mit einem Video ist das, glaube ich, komisch. Es wirkt ein bisschen so, als ob ich mir die Regeln zurecht lege, wie ich will. Aber ich will das gar nicht. Weg mit dir. Oh no. Nicht treffen lassen. Ich muss zur Seite. Okay. Jetzt kann ich nämlich ganz in Ruhe die Axt ausrüsten. Und dann gehe ich jetzt einfach hin und hau ihm auf die Schnauze. Easy peasy. Wo ist er denn? Wo? Der ist abgehauen. Ja gut, na dann. Wenn der weg ist, dann ist ja kein Problem mehr. Ich hab was gehört. Bist du hier? Ja. Goddammit, das war knapp. Das war viel zu knapp. Viel knapper, als es sein sollte. Oh. So, hier kam keiner, ne? Und jetzt muss ich auf die Kugel aufpassen. Das Ding ist, ich weiß, dass die Kugel da ist. Ich weiß, dass sie kommt. Oh, man kann ihn von hier aus super gut sehen hier im Remaster. Weil die Lichtverhältnisse im Remaster super komisch sind. Ich mag tatsächlich DS-Fix mehr. Weil in DS-Fix habe ich nicht das Gefühl, dass alles im Licht so ganz komisch ist. Aber das bin vielleicht auch nur ich. Gut, aufpassen, die Kugel. Ich weiß nicht, wie hoch ich gehen muss, damit die triggert. Ich sehe die nämlich hier auch so schlecht. Okay, jetzt. Sweet. Hey, Oscar, mein Freund! Yeah. Dein No-Hit-Run hast du wohl verloren, ha? Huh? Pass auf, das werden wir nachher. Aber immerhin habe ich die Estus. Ich habe übrigens keine Ahnung von der Story von Oscar. Leute tun immer so, als ob es traurig ist.
dass man ihn da verprügelt. Aber ich denke mir, kennt ihr ihn überhaupt? Wisst ihr, wer das ist? Der gibt dir ja nur das Estus. Das ist das einzig Coole, was er tut. Zumindest von dem ich weiß. So, die Ecke macht mir ein bisschen Sorgen. So, nämlich jetzt kommen hier welche um die Ecke und dann hast du auch noch jemanden, der schießt. Das kann man leicht klären. Aber das kann man vielleicht auch nicht leicht klären. Ah, ich habe keine Waffe, die lang genug ist. Um ihn da zu treffen, ha? Huh? Okay, Problem gelöst. Und Bogenschütze ist da. Nice! Auch noch ein Backstab. Sweet. Ja, dann haben wir nur noch den Asylum Demon. Dann habe ich tatsächlich einen Boss geschafft, wenn das gut läuft. Wenn ich runterfalle natürlich und dadurch Schaden jetzt nehme oder sowas, ist das kein Hit. Hit ist natürlich nur, wenn mich ein Gegner tatsächlich trifft. Deswegen war ich mir so unsicher beim Schild, ob das überhaupt als Hit zählt. Vor allem, wenn man keinen Schaden nimmt. Da bin ich mir sehr unsicher bei der Definition. Ist ja kein No-Damage-Run, ja? Es ist ein No-Hit. Auf deinen Kopf! Sweet. So, nicht treffen lassen, aufpassen. So vorsichtig Asylum Demon spielen, habe ich auch schon lange nicht gemacht. Aber läuft gut.